Hi, mein Name ist Robert Popper, ich bin 26 Jahre alt und mache meine Ausbildung als Maschinenanlagenführer im Bereich Lebensmitteltechnik bei der Firma Felddienst. Meine Aufgaben sind das Umrüsten, das Überwachen der Maschine und die Qualitätskontrollen einzuhalten. Unter Qualitätskontrollen versteht man zum Beispiel die Füllkontrolle zu beobachten, dass die Kronkorken auf die Mündung passen und das Mindesthaltbarkeitsdatum muss stimmen. Beim Umrüsten kann man sich vorstellen, muss man von einer 033er Flasche auf einer 05er Flasche umrüsten. Die Ausbildung dauert insgesamt 2 Jahre, wobei die ersten 10 Wochen in der GLW in Herdring stattfindet. Die Berufsschule als Maschinenanlagenführer liegt in Lüneburg, ist im Blockunterricht gestaffelt. Was gefällt mir besonders an der Firma? Es ist das Arbeitsklima unter den Kollegen, das familiäre Arbeitsklima unter den Kollegen, die intensive Einarbeitungsphase, viel Abwechslung. Und was mir natürlich auch besonders gut gefällt, ist der Haustrunk, wo mir 2,5 Liter pro Tag zustehen. Mein Ziel ist es, nach der Ausbildung übernommen zu werden und hier in der Firma mich weiterzuentwickeln. Wenn dich mein Ausbildungsberuf interessiert hat, dann besuch gerne unsere Homepage. Wir freuen uns auf deine Bewerbung.